Würdest du es wagen, über diese Seilbrücke zu gehen? Ich weiß, es braucht schon etwas Mut, auf dieses Seil raufzusteigen. Doch mir ist klar, wer das macht, der kann spannende Augenblicke erleben. Und es ist schön, auf der anderen Seite anzukommen. Ich denke mir, ähnlich ist es manchmal auch im Alltag. Wenn ich aus meinen gemütlichen Zonen aufbreche, dann kann ich Spannendes erleben und auch neue Ufer entdecken. Ich möchte auch immer wieder aufbrechen aus der Komfortzone meines Alltags. Spannende, sinnvolle Dinge beginnen. Das kannst auch du tun. Zum Beispiel, wenn du versuchst, einem Menschen zu vergeben, dem du schon jahrelang etwas nachträgst. Oder wenn du dich mit Freunden zusammentust und einen Verein gründest, der sich einsetzt für mehr Respekt gegenüber Migranten. Mut zum Aufbrechen braucht es auch im Glauben. Wenn du zum Beispiel dir sagst, ich probiere es einmal mit dem Glauben, ich nehme mal an, es gibt Jesus und ich lasse mich auf seine Worte ein, ich spreche mit ihm, als wenn er wirklich da wäre. Ich weiß, wenn du diesen Weg beschreitest, dann wirst du dich manchmal auch fühlen wie auf einem wackeligen Stahlseil, das über einem Abgrund hängt. Du kannst Spannendes erleben, schwierige Augenblicke erfahren, aber du kannst auch ein neues Ufer entdecken. Angekommen. Wenn du dich auf den Glaubensweg einlässt, dann kannst auch du das andere Ufer erreichen. Ich weiß, es ist ein Leben mit mehr Freude, weil du geborgen sein wirst in Gott. Deshalb kann ich aus eigener Erfahrung sagen, besteige die Seilbrücke des Glaubens, wage es.